Geliebter Mensch, du bist der Grund, warum ich heute hier bin. Du bist der Grund, warum ich mit meinem Wesen und meiner Energie dir helfen will, den Weg deiner Seele zu begehen. Denn ich bin Sanat Kumara und ich bin heute da, um dir und all deinen Lichtarbeitern, geliebter Mensch, die Botschaft für Juni zu übermitteln. Fühle, wie es jetzt an der Zeit ist, dich aufzurichten, in die Leichtigkeit zu kommen, in die Freude. Der Juni ist ein Monat, in dem du lichtvoll sein kannst, freudvoll, in dem du deinen Fokus von der Arbeit und der Anstrengung endlich weg begeben kannst zu der Leichtigkeit des Seins. Und mein Auftrag an dich ist es, dass du spielst, Freude hast, dich austauschst mit Freunden und dass du die Arbeit und die Schwere für einmal zur Seite stellst und dich mit deinem ganzen Wesen auf die Freude fokussierst. Denn dieser Monat bringt dir eine kleine Auszeit, eine Zeit der Freude, eine Zeit des Spielens, eine Zeit des Lustvollseins. Und mir ist es ein Anliegen, dir dies näher zu bringen. Nimm dir in diesem Monat genügend Zeit, dich selber wahrzunehmen, deine persönliche Kraft, deine Seelenbotschaften und die Aufträge deiner Seele wollen jetzt gesehen werden. Du hast die Möglichkeit, jetzt wirklich zum Führer in deinem Leben zu werden. Und es geht bei weitem nicht darum, die Bedürfnisse der anderen Menschen zu befriedigen, ein Ja-Sager zu sein oder ein Diener der anderen, sondern es geht darum, dass du deinen persönlichen Seelenauftrag, den Grund, den ursprünglichen Grund deiner Inkarnation erkennst, im Auge hältst und genau diesem Grund folgst. Setze deinen Fokus auf deinen Seelenauftrag und erkenne, dass du, indem du diesen Fokus so setzen kannst, zu einer Inspiration werden kannst für Menschen in deinem Umfeld. Und Inspiration zu sein, ist ein großer Auftrag für diesen Monat. Es ist dein Auftrag, in deinem Licht zu leuchten und mit deinem ganz persönlichen, individuellen Licht deinen Fußabdruck auf der Erde zu hinterlassen. Oh ja, es ist unendlich wichtig, dass du diese spezielle Art, deine ganze Individualität nun lebst, zeigst. Und in dieser Individualität
mit deiner ganzen Strahlkraft leuchtest. Denn ich möchte dir aus meinem Wissen mitteilen, so groß das Universum auch sein mag und so vielseitig, so viele Individuen dieses Universum auch beherbergen mag. Dich, ja genau dich, gibt es nur einmal. Und so wie du bist, bist du komplett einzigartig. Freue dich über diese Einzigartigkeit. Sei stolz darauf. Und lasse genau dein persönliches Licht so hell leuchten, dass du einen Abdruck hinterlässt, der sich nicht ausradieren lässt, sondern der eine große Inspiration ist für die Menschen in deinem Umfeld. Der Juni bringt dir, geliebter Mensch, eine Öffnung des Herzens. Er bringt dir die Energie, mit dir, dem Leben und der Erde in einem Fluss zu sein, in Harmonie und in Verbindung. Und genau dieser Verbindung hilft dir dabei, deine eigene Fröhlichkeit zu erkennen. Sie hilft dir dabei, dich selber in deiner Haut 100% wohlzufühlen und dich in der Liebe anzunehmen, die du dir für dich selber wünschen würdest. Es ist möglich, dass du dich jetzt entscheidest, Schritte zu gehen, vor denen du dich ein klein wenig fürchtest. Denn du kannst fühlen, dass diese Schritte deiner Zeit noch ein kleines bisschen voraus sind. Und doch möchten wir dich ermutigen, diese Schritte zu gehen. Wir möchten dich ermutigen, die Führerschaft zu übernehmen, diese Schritte zu gehen. Denn dein Umfeld braucht dich als Führer, als Anführer in eine neue Zeit. Und indem du dein authentisches, dein ehrliches und echtes Ich zeigst, kannst du genau diese Schritte vorausgehen und eine Veränderung einläuten für die Menschen in deinem Umfeld. Und darum möchten wir dir ans Herz legen: Breite jetzt deine Flügel aus, vergrößere deine Energie, sei lichtvoll und lasse mehr Licht in dein Leben fließen. Genieße diese Zeit und vereine dein Menschsein mit deiner Seele, denn so erreichst du die unendliche universelle Fülle, nach der du dich schon so lange sehnst. Ich werde dich, geliebter Mensch, in diesem Monat besonders intensiv mit meiner Energie begleiten. Denn mein Auftrag ist es, das Licht zu aktivieren, damit du in deiner ganzen Kraft leuchten kannst. Und damit du erkennst, dass die innere Weisheit, die du mit dir trägst, die Weisheit ist, die du brauchst auf deinem Weg. Und du kennst mich unter dem Namen Sanat Kumara.